ist der gleiche Krieger. Na, der hat ein andersfarbiges Schild. Welch nettes Detail. Seht ihr, Leute, die Entwickler von heute haben doch nicht nur Copy und Paste drauf. Okay, gehen wir durch die Räume. Von den Rätseln hier, die wir jetzt entschlüsseln müssen, finde ich das Ähnliche sympathischer. Oh Mann. Was? Wie geht das denn? Zack, zack. Genau, hier, das war's und dann das. Ja. Hoffentlich sind es nicht allzu fette Rätsel. Oh, da haben wir wieder diese Pflanze. Hier sind wir am Start. Ich will nicht austesten, was passiert, wenn wir da reinspringen. Wow. Kamera drehen bei solchen Situationen ist ein bisschen umständlich. Wir sind kurz vorm Ziel und der Prinz will seinen Fehler wieder gut machen. Mann, da ist ein Secret. Muss ich einsammeln. Das macht uns im Kampf besser. Was? Der schafft ohne Hilfe das? Wow. Okay. Ordentlich abgestaubt haben wir hier. Aber dennoch. Hier sind doch diese Säulen. Die sind... Wow. Ich muss mir jetzt mal im Auge reiben. Eine Kontaktlinse stört ein bisschen. Das ist aber nicht zum Klettern. Das ist eine einfache Säule. Wow. Ich dachte schon, ich verkack's wieder. Denn darin bin ich ja Meister. Hinter Sense of Time war es auch lustig. Weil ich habe zum ersten Mal mit dem... Als ich mir ein Königreich wünschte, hast du entschieden, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Du brachtest mich in dein Land, dass ich erst befreien muss, bevor ich es gewinne. Im Prinzip ja. Langsam denkt ihr wie ein Djinn. Okay, so denken also Djinns. Ja, zurück zu The Sense of Time. Mit dem Controller habe ich mir schon ein bisschen manchmal schwer getan, was Genauigkeit angeht, weil ja, mit Analogstick, im Gegensatz zu Tastatur und Maus war schon eine gewisse Umgewöhnung. Diese Sägeblätter sind auch genial. Bisschen blöd jetzt. Ah ne, es geht da weiter. Aber der schafft's nicht, verdammt. Alter, wenn das ein Spiel wäre, wo der eine Tod schon das Ende bedeutet. Das wäre bitter. Ich brauche ja eigentlich die Hilfe nicht mehr. Moment. Wir speichern hier und es geht dann da weiter, oder? Nein, hier. Wofür ist das hier da? Naja, wie auch immer der Spieler das erreichen soll. Mir ist es ein Rätsel jedenfalls. Und war ich hier oben nicht gerade etwas? Nette Kamera. Sei bitte nett. Nein, okay. Ah, das Rätsel jetzt, um das Tor zu öffnen, wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Okay. Ach du Scheiße. Oh Gott. Alter. Immer schön drauf springen, weil der kommt immer so angerannt. Moment. Werfen können wir doch Gegner. Ha! Boah! So ein fettes Biest. Das ist unrealistisch. Hallo, wie viel Kraft hat der Prinz? Das will ich nicht glauben.
Da ist ein Fehler an der Wand, kann es sein? Ja, aber egal. Da guckt man eh nicht hin, wenn man vorbeirennt. Z. Welch Mechanismus? Es liegt Rauch in der Luft. Rauch bleibt, wenn das Feuer längst erloschen ist. Wir müssen es wieder entfachen. Wieder entfachen? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich dachte schon, wir gehen in so eine Art Unterwelt, wo es wieder in der Hölle brennt. Okay. Ist das Feuer? Okay, ich dachte, es wären diese Stachelfallen. Das ist, boah, das ist geil. So eine Location gefällt mir. Sowas gab es noch nie im Prince of Persia. Was heißt noch nie? Im Prince of Persia 3D gab es ein Lava-Level. Hey, Kamera. So. Jetzt habe ich den Titel nicht lesen können. Irgendwas mit Feuer. Wir trinken in letzter Zeit so viel, aber da ich ein bisschen Leben verloren habe, können wir es ruhig machen. Recht interessanter Ort. Was da nur auf dem Podest ist, keine Ahnung. Okay, da wird jemand wieder geheilt. Haben wir hier wieder diese... Zack! Ah, auf die brauche ich gar nicht springen, auf diese... Priesterin. Boah! Ist da Lava? Das wäre echt cool, wenn du da reingeflogen wärst. Ja, das ist schon was Abgrundartiges. Die ist echt flink. Prinz, mach doch was. Oh. Die nächste Priesterin. Oder ist es immer noch dieselbe? Wer weiß. Boah. Boah, ich hab sie auf die Priesterin geworfen. Wow, 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 wow. Das war geil von mir. Das war krass. Drei auf einen Streich. Keine Lava, aber sie sterben trotzdem, so wie ich. Echt cool gemacht. Ich hoffe, ich vergesse hier nichts. Nö. Schaut nicht so aus. Vielleicht bleiben meine Dinger hier unendlich. Schaut echt nicht so aus. Was? Hier rechts ist nichts. Doch! Scheint es weiter zu gehen. Aber... Was sind diese Schalter? Pff, Mann! Das ist echt blöd. Kommt man vielleicht von hier? Was ist das? Das ist mir zu kompliziert. Das ist zu hoch, das erreiche ich nicht. Oh, mit der Steuerung und dann Rätseln. Wenn ich dahin gehe, komme ich zum Secret, oder? Okay, das ist nicht zum Anfassen. Wir haben es befreit. Das war's vielleicht auch schon. Hier ist eine Plattform irgendwie. Ja. Das ist zu? Schon weil ich abgereckt bin. Es ist bestimmt so leicht und ich mach's mir so unnötig schwer. Warum klappt's nicht? Mann, scheiß drauf. Wenn's wichtig ist, dann werden wir es doch schon früher oder genug erfahren. Kamera, was ist los? Da ist ein Haar.
vor der Sensorbar. Oder auch nicht. Hinsetzen. So. Oh Mann, ey, jetzt mit dem Headset ein bisschen blöd. Egal. Es geht voran. Ah, ein Spalt, okay. Was soll das? Kamera, spiel doch wenigstens mit. Haha. Ah. Hä? Okay. Aber ein verschlossenes Tor. Nun war dieser Weg von vorhin doch der richtige, glaube ich. Das ist so arg kompliziert. Jetzt mal ernsthaft. Dieses Wand entlanglaufen, das klappt einfach nicht in echt. In Forgotten Sands sah es unrealistischer aus als sonst, also am PC. Ich vergesse echt immer, dass ich Forgotten Sands Let's Play, weil ich beziehe ja die PC-Version als Forgotten Sands. Ah, Mann, ey. Hier ist doch etwas. Oh, ho, ho, ho. Mann, wie süß. Darauf hätte ich kommen müssen. Ha, wie genial. Darauf muss man erst kommen und kein blödes Tutorial, das dir hilft. Es brennt. Kann aber nicht entzünden. Wir müssen Funken schlagen. Ihr habt eine Flamme entzündet, mein Prinz. Das wird nicht reichen. Wir brauchen mehr von diesen Brennern. Wie komme ich zu... Ah ja, okay. Da wird einem echt schwarz vor Augen, wenn ich so, wenn man so Klettern einsieht. Ach Mann. Ah, okay. Das Feuer wird nicht reichen, hieß es. Jetzt öffnen wir bestimmt diese Tür, richtig? Genau. Finger weg von der Z-Taste, ich flieg sonst noch rum. Außer hier, hier darf ich sie drücken. Es ist echt ein geiles Spiel, Locations ändern sich dauernd. Es wird nicht langweilig. Es ist Hardcore. Das geht doch nicht. Was mache ich, wenn das so ist? Ja, klar, wenn die Sensorbar so mitmacht.